Und da sind wir wieder bei Pokémon Silber Randomized Nuzlocke Challenge. Ja, ich bin immer noch traurig über die letzte Folge. Da hat man Glück, findet auf der neuen Route als erstes ein legendäres Pokémon und fängt es nicht, weil es immer wieder ausgebrochen ist. So. Aber naja, ich will euch ja jetzt nicht vollheulen. Was haben wir denn hier? Ich brauche irgendwie ein Wasser-Pokémon. Damit ich Surfer einsetzen kann. Wer bist du? Hallo Jungchen, die See ist schön. Sing mit mir. Joho, Seebären sind so cool. Mhm. Krasses Lied. Auch ein Wasserstein. Oliviana City liegt am Meer. Daher sollte man dort auch jede Menge Fische finden. Ich fische hier seit 30 Jahren. Willst du das Meer und die Fische sehen? Aha. Und da haben wir einen neuen Angler. Eine Profi-Angel. Fische findet man nicht nur im Meer. Sie sind überall, wo es Wasser gibt. Ja, da wüsste ich, ob der Randomizer da jetzt anspringt oder nicht. Guck mal, das hier zählt als Stadt. Zählt eindeutig zur Stadt. Das heißt, ich kann hier mal mein Glück versuchen, ein Wasser-Pokémon zu fangen. Wow, da hat etwas angebissen. Ein Quapuzzi. Das finde ich nett. Los, Nami. Oh, jetzt geht's erstmal Backpfeifen. Mal sehen, ob das schon klappt. Komm, hier, Balli, Balli, Balli. Nur für dich, Quapuzzi. Nochmal ein paar Backpfeifen. Das finde ich jetzt aber nicht nett. Aber wir können ja mal den Köderball. Ein Ball, der für Pokémon an der Angel. Ein Ball für Pokémon an der Angel. Mal sehen, ob der was taugt. Komm schon, Putzi, Putzi, Putzi. Mann! Okay, das waren nur zwei Backpfeifen, das geht noch. Komm schon, Quapuzzi. Auch für dich. Ja, sehr schön. Wir haben ein Wasser-Pokémon wieder. Für Quapuzzi wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Ja, möchte ich, aber wie nennen wir das? Richtig kreativ und nenne Surfbrett. So. Oh, Beutel. Ah. So, Surfbrett. Oh,
Oh, es kann auch Hypnose. Das gefällt mir. So. Dann gehen wir jetzt nochmal ins Pokémon Center. Wir haben endlich wieder ein volles Team. Auch das finde ich sehr nett. So. Die See ist ruhig. Möchtest du Surfer einsetzen? Ja, Surfbrett setzt Surfer ein. Yay! Oh Gott! Frag mich ein Machomai im Wasser. Achso, möchtest du kämpfen? Aber da kommt Surfbrett nach vorne. So, wir bringen mal ein bisschen Ordnung rein. Ein bisschen nach Level sortieren, ne? Du kannst es zwar nicht von hier sehen, aber Anemonia City liegt jenseits des Meeres. Moment. Ich weiß, es ist gegen die Regeln, weil ich gerade blöd war und mir kein Machomai gefangen habe, warum auch immer, weil es eine neue Route ist. Ja, wie mache ich das jetzt? Egal, Route ist verloren. Ne, da bin ich ehrlich. Wenn ich dafür zu blöd bin. Du musst dich erst aufwärmen, bevor du schwimmen gehst. Das ist Grundwissen. Danke für den Tipp. Rigori. Porygon 2. Du machst erstmal ein Schläfchen. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Mal gucken, was der Duplex hier bringt. Ist ja krass. Machen wir lieber nochmal Surfer. Naja, schlaf ruhig weiter. Ist kein Problem für mich. Ne, weg mit dem Vieh.
Alle Zeit. So, Level up. Okay, Onkel, ich gebe auf. Leidest du mich als Onkel? Ich bin 10 Jahre alt. Hier nochmal ein Trank für Surfbrett. Und weiter geht's. Gehst du nach Anemonia City? Wie wäre es erst mit einem kleinen Kampftraining? So, machen wir. The Kate. Leg dir mal hin. Natürlich ging es daneben. Oh, gleich 5 Hits. Jetzt auch nur die Verteidigung stärken, oder was? Pass auf, der schnappt, du. Weg mit den Schickis. Diesmal habe ich verloren. Du sagst es. Hallo? Ich habe keine Schwimmreifen. Ich halte mich an einem Wasser-Pokémon fest. Das ist wahnsinnig interessant. Bitte erzähl mir mehr. Der Elfi. So. Genau, mach mal ein kleines Schläfchen. Während ich dich wegspüle. Ich wollte keine Aqua-Knarre machen. Hey. Dann halt so. Bye bye, Traumato. Nein. Weg damit. Naja, bei einer mal 4 Schwäche, ne? Ja. Der Elfi ist auch weg. Oh, ich fühle mich so schwindelig. Ja.
Weg damit. So, ich werde kurz noch mal was überprüfen. Okay, das ist jetzt wirklich gemein. Warum gibt es denn hier keine Anzeige? Nee, jetzt fange ich mir ja noch was. Das Wasser ist schön warm. Ich bin also sehr locker und gelenkt. Natürlich trete ich gegen dich an. Pavel. Nee, gegen einen Meganier will ich jetzt nicht mit dem ran. Ich will es nur Belikat. Warum gibt es denn hier keine Anzeige, dass man in der neuen Dings ist? Kannst du vielleicht mal flinchen? Geht doch. Crit. Surfbrett kriegt ein Level ab. Haben ihn nicht. Granbull. Ja, das kann Brocken machen. Natürlich bin ich paralysiert. So eine 10 drauf auf dich. Oder ich werde mir in der Seeschauminsel ein nächstes Pokémon fangen. Ich sehe diese Route halt auch als verloren. Ariados. Hier ist kein Nachtnebel. Ja, wenigstens ist Nachtnebel keine Attacke mehr, die 50 KP Base Damage macht. So wie damals. So, den Babel haben wir auch besiegt. So, wo ist denn hier die Seeschauminsel? Ein Lampi. Neuen Vollriegel. Ja, wo ist denn diese verkackte Seeschauminsel? Ich will mir da noch ein Pokémon holen. Ach, Vollriegel, nur hör auf.
Die müsste ja hier irgendwo sein. Ein Capoeira. Hier ist aber nichts. Oder finde ich sie nur über Taucher? Das kann natürlich auch sein. Gab's hier schon Taucher? Hallo? Ich habe schon gekämpft, ne? Nee. Ich bin auf dem Weg zu den Strudelinseln. Gehe mit meinem Freund auf Erkundungsreise. Glückwunsch! Minky. So zeigt das keine Wirkung. Schlaf jetzt. Wenn ich sag schlaf jetzt, schläfst du jetzt. Ja, das ist ein Fall für Bob. Nein. Ach ja, Lapras hält ja wieder so immens viel aus, ne? Ja, moin. Natürlich. Oh Gott sei Dank. So, das sind wir auch. Ist das so richtig? Ja. Gut. Dann war es das mal wieder für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.